Hey ho und herzlich willkommen zu Moons of Madness. Füttert bei Gelegenheit das Algorithmusmonster mit Abo, Likes und Kommentaren und dann geht's auch schon rein in die Folge. Viel Spaß! Just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Suit yourself. The anticipation is killing me. Sie sind angekommen. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Gut, dass ich es öffnen kann, aber. Ich kann nichts davon nutzen. Ab zum Solar. Push the button. Site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Ja, Geschmackssache. Dafür kenne ich sie noch nicht gut genug. Also, ich muss hochlaufen. Ja, alles klar. Machen wir das. Eine Lampe umgefallen. Warum kann ich die nicht direkt hinstellen, als guter Mitarbeiter? Einfach ein schlechter Mensch. Ich mache nur, was mir aufgetragen wird. Alles andere interessiert mich nicht. Okay. Energiezelle einsetzen. Ich habe keine. Sauerstoff 91. So ein bisschen aufpassen. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my bio gauge to rotate them. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge. Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Okay. Ich muss Energiezellen finden. Wo finde ich die Energiezellen? Ich habe jetzt aber auch nicht aufgepasst. Hier gibt es auf jeden Fall Sauerstoff. Oh, ich habe noch 80%, da ist mir das gerade mal ganz kurz egal. Finde ich hier zufällig welche? Nope. Wo könnten Energiezellen sein? Also im Rover war keine. Gehen wir mal da hoch. In der Hoffnung, dass ich da oben Energiezellen finde. Whoa, Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch! Or we had a minor quake recently. You know, take your pick, though. Die Zelle ist drin.
Ich komme nicht ran. Ich komme da nicht hoch. Ich denke mal, wenn ich das andere wieder herstelle, hat das dann auch genug Strom. Aber dazu brauche ich erstmal eine Energiezelle. Die muss es ja hier irgendwo geben. Sieht aus, 70. Hallo Gerät. Hast du eine Energiezelle für mich? Keine Energie. Wo verdammt kriege ich eine Energiezelle her? Hey, dieser alternative Weg ist natürlich ganz nett. Aha. Die unendlichen Weiten des Mars. Nett, dass man hier so blind rummarschieren kann. Ich wette, ich kann da auch einfach rauslaufen, aber ich ersticke wahrscheinlich einfach irgendwo auf dem Weg. Weil mir dann die Luft ausgeht. Energiezelle, ich brauche eine Energiezelle. Woher bekomme ich eine Energiezelle? Denn an die da komme ich nicht ran. Das ist so schade. Einfach nur schade. Aber ich gehe erstmal davor und lade meinen Sauerstoff auf. Da geht's auch noch runter. Ah ja. Okidoki. Es muss doch hier gewesen sein, oder? Jawohl. Gib mal ein bisschen Luft. Danke. Ah ja. Geht eigentlich so relativ schnell runter. Schauen wir mal, was da hinten noch ist. Vielleicht lässt sich da was finden. Im besten Fall eine Energiezelle. Die sind hier aber alle verschlossen. Hier liegt auch nichts rum. Haben wir hier wahrscheinlich eine Sackgasse? Nein, es ist nicht mal eine Sackgasse. Interessant. Doch, es ist eine Sackgasse. Okay. Ja, Rennen wäre schon cool. Rennen wäre schon cool. Aber ich krieg das auch so hin. Das einzige Problem ist jetzt die Energiezelle. Da oben steckt eine drin und ich komme da nicht ran. Wie mache ich das am dümmsten? Ist jetzt auch keine runtergefallen oder sonst irgendwas? Ja, 34% niedrig. Der anderen steht auch niedrig. Okay, dann hier schon mal nicht. Da auch nicht.
War ich schon da drauf? Gab's hier eine? Da ist eine Energiezelle drin. Perfekt. %49. Scannen wir, verbinden wir. Auch niedrig. Ah, okay. Ich verstehe. So läuft das also. Siebzig, 76, 77, 78, 79, 78, 79. Okay. Dann muss ich das auf der umgefallenen natürlich auch tun. Da fehlt die Batterie. Die klaue ich mir dann gleich von dem hier. So, dann gehe ich aber erstmal ganz schnell zu den kaputten und regel das mit den Solarzellen. Ja, scheint richtig ausgerichtet. Zack, verbinden und ausrichten. Ich will die Dinger auch ein bisschen sehen. Sechs, sieben. One down. 97%. Zumachen kann ich nicht. Nope, Batterie kann ich auch nicht klauen. Das Ding läuft auf jeden Fall. Bei dem anderen bin ich aber nicht über die 76% gekommen. Aber die müssen eigentlich noch weiter gedreht werden. Die zeigen nicht wirklich komplett drauf. Da gibt es bestimmt noch eine geilere Stellung, wie ich das über die 90% kriege. Versuchen wir das doch direkt. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Push. Deswegen steht es auch noch auf niedrig. Das muss tatsächlich noch weiter. Navigieren. Verbindung. Drehen. Warum kriege ich die nicht höher als 78% beziehungsweise 79? Oh, was ist das? Ah.
Okay, warum kriege ich die nicht höher? Die drehen alle mit. Sind die vielleicht verdreckt oder sowas? Kann ich mir die Energiezeit klauen? Nein. Ja, ich weiß, ich bin bei 43% Sauerstoff. Ja, bleib entspannt. Sind hier irgendwelche kaputt oder dreckig? Ich nehme erstmal Sauerstoff. Guck nochmal auf das Panel da oben. Vielleicht kriege ich das hin. Sehr schön. Ja, hier soll ich eine Energiezelle einsetzen. Ja, das Solarterminal braucht Strom. Hat es aber nicht. Muss ich jetzt vielleicht. Das ist auch hier noch auf Rot gestellt. Als stimme etwas nicht. Das Ding ist schon mal perfekt. Die Frage ist, kann ich jetzt da oben ran? Oh. Hätte ich vielleicht noch nach oben und unten mit dem Stick, um die schräger zu stellen? Kann das sein? Ist das zumindest möglich? Kein Saft. Das werde ich versuchen müssen. Kann ich sterben, wenn ich hier runterfalle? Scheint zumindest zu gehen. Nehme ich so hin. Okay, muss ich gleich mal testen, ob ich die nach oben unten auch noch bewegen kann. Müsste ich ja theoretisch können. Das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, um die perfekt auszurichten. Und wenn die ausgerichtet sind, kann ich mir bestimmt auch die Zelle klauen. Und die für drüben benutzen, für den dritten Punkt. Also, verbinden wir. Ja, alles klar. Yeah, Mr. Moral-Dude. Ah, theoretisch kann ich mir doch jetzt die Batterie schnappen. Dann kann ich doch die nur nicht bewegen. Aber muss ich doch jetzt auch nicht. Er sagt mir jetzt, ich muss halt immer noch die Batterie finden. Aber wo ist finden? Das hier ist das Einzige, was ich noch sehe. Aber das ist nichts. Da hinten ist auch nichts. Kann ich schon darunter? Ist doch bestimmt rot oder so. Kann ich nicht sehen. Lass mich raten, das ist nicht genug Energie. Oh doch. Dann muss ich mir die Batterie von da unten holen, gehe ich mal fest von aus.
It's nice to step outside, breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that, but I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. Gibt's einen Weg nach oben? Ich kann ja gerade theoretisch die Marszelle entfernen. Die Energiezelle. Aber dann fährt der Aufzug nicht mehr.